Oh. Doch, wir haben es geschafft. Das Eis ist weggetaut. Schön mit Hamburger Akzent. Weggetautes Eis. So, gehen wir da weg. Ne? So, und jetzt machen wir hier nochmal alle zurücksetzen. Machen das wieder wie vorher. Blopp. Ne, das hatten wir gar nicht. Das hatten wir. Das hatten wir. Wir hatten den Frostpfeil. Wir hatten den Feuerpfeil. Den hatten wir auch. Und wir hatten das Eisschild. Und nee, den nicht. Das Feuerschwert. Genau so war unsere Skillung. Die war auch eigentlich ganz gut. So. Gucken wir mal. Wir kommen jetzt hier unten in die Höhle. Wow. Schön. Wunderschön. Nein, 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 nein! Hier können wir was lesen. Liebe Isabel, es ist für uns beide das Beste, wenn du für eine Weile hier bleibst. Ich beabsichtige, Königin zu sein. Ich kann das viel besser als du. Versuch nicht zu fliehen. Du wirst während deines Aufenthaltes hier gut versorgt werden. Rosabel. Als die Helden den Brief lasen, verstanden sie plötzlich das Schicksal des Königreichs. Rosabel hatte Isabels Platz als Kronprinzessin eingenommen. Aber etwas ist falsch gelaufen und ihr Königreich endete in Ruinen und unter der Herrschaft der Kobolde. Diese Zauberin, sie wird mit dem Ende meines Schwertes Bekanntschaft machen, wenn sie es wagt, sich noch einmal zu zeigen. So, und hoch. Und hierüber. Hierüber. Komm, und hoch. Wunderbar. So. Und das ist also alles hier aus dem Ruder gelaufen, ja? Habt ihr das gerade auch gesehen? Hat er sich wirklich von seinem Kollegen abwerfen lassen? Sehr gut. Komm, nimm... Auf die Schnauze! Ihr könnt doch nix. Oh, oh, oh. Habe ich gerade gesagt, ihr könnt nichts. Ich nehme alles zurück. Ihr seid viel zu viele. Und auf die Schnauze. Komm. Ah. So. Und du willst auch noch, ja? So, gute Nacht. Levelaufstieg. Wunderbar. Ich weiß nur nicht, was wir machen sollen. Na komm, wir benutzen den Sturmhammer zwar nie, aber jetzt können wir ihn werfen. Schließen. So. Dieser vereiste Abhang wird unser Tod sein. Nee, wird er nicht. Ich hab da schon so eine Idee. Mist. Falscher Pfeil! Mist. Jetzt das Fass weg. Ich hätte hier gerne ein neues Fass. Tau doch auf! Nein, er taut nicht auf. Mist. Ja, 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 ja. Ah, da oben. Scheiße. Es ist gar nicht so einfach. Mit dem Explosivfass wäre das einfacher gewesen. Schon wieder zu früh geschossen. Jetzt aber. Danke. Geht doch. Hier können wir uns festhalten und den nächsten Checkpoint auslösen.
Au. Ich hab's kaputt gemacht, glaube ich. Oh, 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 oh. Ein Frostoger. Au. Der macht uns übrigens mit einem Schlag kaputt. Einfach weil er es kann. Ich bin schneller. Lalalala. Kacke. Ja, mach mir den Weg frei, Kollege. Ich kann über dich drüber klettern. Warum ist hier noch eine Wand? Weißt du, ist ja schön und gut, aber ich kann dir leider nichts nicht wehtun. Au. 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 Roms. Nochmal. Friss. Nein, nein. Ah! Ins Gesicht. Ein höher springen. Wow. Der ist gleich tot. Nein, 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 nein. Niemals. Hehe. Ins Gesicht. Wow, er ist tot. Und da fällt die Decke zusammen. Okay. Toll. Und wie sollen wir jetzt hier weiterkommen? Nee, nicht nach unten. So. Okay, ein bisschen länger müssen wir es machen, weil wir sonst nicht an der Pflanze vorbeikommen. Die hat scheinbar eine Kollisionsabtastung. So. Schieß. Ja, danke. Und jetzt da hoch. Na, so nicht. Irgendwie will das nicht so ganz wie ich. Das ist der Eisbogen. Der bringt uns gar nichts. Oder können wir damit die Pflanze einfrieren? Nö. Aber in der Form scheint sie auch keine Kollisionsabtastung zu haben. Das ist ja total bescheuert. So, oh, zu lang. Hoch. Hm. Wir könnten natürlich auch einfach wieder ein paar Blöcke aufbauen. Ja, müssen wir wahrscheinlich auch. Machen wir. Bauen wir ein paar Blöcke. Block. Bleib da. Ich würde da ganz gerne drauf auf den Block. Danke. So, und da wir im Moment nicht mehr können, machen wir hier einen kleinen Block drauf. Kleiner Block. Oh, zu groß. Da kommen wir nicht hoch. Niemals. Niemals. Das ist einfach nicht möglich. Aber vielleicht kommen wir mit Soja da. Oh, doch. Schön. Warum denn nicht? Klar. Ach, back doch nicht so rum, Spiel. Alle zurücksetzen. Yo. Wir wollen das. 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 Und das. Monsieur de Amadeus, kleiner Block bitte. Ich sagte kleiner Block. Ui. Okay, wir sind wieder drüber und wir skillen wieder um. Umskillen ist toll. Nee, das machen wir nicht. Wir können nämlich den da lernen. So. Den Explosivfall brauchen wir auch. Genau das hier und den da. Perfekt.
können wir zumindest mal 3 Objekte immer bauen. Der Pfad ist hier zu Ende. Und es ist ein langer Weg nach unten. Oh oh. Ah. Kein Oh oh. Lass deine Zweige lang und stark werden, damit ich weiterkomme. Isabel, sie hat den Baum wachsen lassen. Danke, Isabel. Mit Magie. Ja, es war wahrscheinlich auch Magie, ne? Ja. Die Helden hatten herausgefunden, dass Isabel in der Tat Rosabels Schwester war. Die Reise zurück zu Rosabels Haus führte das Trio an der Seite eines Berges herunter und durch gefährliche Spukwälder. Dann kamen sie schneller voran. Es schien, als würde der ganze Wald lebendig werden und ihnen helfen, sicher hindurchzukommen. In der Hoffnung, Rosabel überraschen zu können, steigen sie über den versteinerten Baum zu einem Balkon. Mhm. Stürmen wir das Versteck. Das letzte Kapitel. Wir haben noch eine Kiste. Du hast ein Sammlergemälde gefunden. Das sieht aber nicht so nett aus. Naja. Wo sind wir hier? Das ist irgendwie traurig. Sie sehen so glücklich zusammen aus. Wartet. Da ist etwas hinter dem Bild. Seht mal. Wir können das Bild einfach mal wegstellen. Das hängen wir jetzt mal hier hin. So. Ist schön. Ein Spiegel. Oh. Der hat uns gefressen. Prinzessin Isabel. Eure Ritter sind hier. Wacht auf, Eure Majestät. Könnt ihr uns hören? Seid ihr verletzt, Prinzessin? Wir werden euch gleich befreien. Die Helden schrien und riefen nach der Prinzessin, doch erwachte sie nicht aus ihrem todesähnlichen Schlaf. Sie kann uns nicht hören. Sie scheint bewusstlos zu sein. Natürlich der Schlafzauber. Er ist nahezu unumkehrbar. Ihr solltet nicht hier sein. Das Seelenartefakt ist also an euch drei gebunden. Ich frage mich, was passiert, wenn ihr alle sterbt. Das Artefakt wird dir niemals helfen. Damit kommst du nicht durch, wie auch immer dein übler Plan aussieht. Schweigt, Gesindel! Es war nicht meine Absicht, dass der Wald Isabels Macht stiehlt. Aber mit eurem Artefakt kann ich dieses Land wieder in Ordnung bringen. Zuerst muss ich euch drei loswerden. Lasst mich euch mein kleines Haustier vorstellen. Och nö. Nee, nee. Nein, das muss doch nicht sein. Warum ein Drache? Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Au! Ihr zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Da ist eine Wasserblase oder was soll das sein? Au. Ach, okay, da steht, wo wir den Schaden machen müssen oder so. Okay, wir können hier auf irgendeinen Schalter. Ah, geil. Oh. Also wir haben hier so eine schöne Pflanze. Und mit der können wir bestimmt hier hoch. Oh. Und dann geht die Pflanze wieder ein, weil... Wasser. Feuer findet die Pflanze nicht so cool. Toll. Was soll das denn? Du blöder Drache. Mehr Wasser.
Nein, ich habe vorher nicht gelesen, wie das funktioniert. Es wäre vielleicht besser gewesen. Hör doch mal auf, diese blöde Pflanze fressen zu wollen. Die brauche ich doch. Ach du Sackgesicht. Nein, nicht wieder Mann. Also mit Soja war das Ganze einfacher. Toll. Jetzt können wir keinen Schaden mehr machen. Und auch uns nicht mehr schützen. Und überhaupt sind wir jetzt eigentlich ziemlich arm dran. Das Ding können wir nicht anpacken. Könnt ihr einen Block auf den Kopf setzen? Au. Ja, komm, bring mich bitte um. Danke. So. Level neu starten. Level neu starten? Die Reise zurück zu Rosabelle.